Hi Leute und herzlich willkommen zu meinem zweiten Video im Kanal in Roblox. Sorry kurz, ich möchte nur kurz mal gucken, weil ich habe gerade ein bisschen Angst. Okay, 24 geht schon. Yeah. Heute werde ich meine Häuser zeigen. Und ja, wir fangen erstmal mit meinem ersten Haus an. Ich zeige es erstmal von außen. So. Ah ja, und ich habe noch Lia dabei. Ich finde sie voll süß. Also das ist das Haus, das ich euch zeigen werde. Ich kann das nicht ganz gut zeigen, aber von oben kann ich es nicht zeigen. Aber das seht ihr ja gleich noch. Oh, Body Bugs. Okay. Fangen wir erstmal mit dem Grund an. Ich weiß, es ist leer und nicht so schön, aber ich muss es noch weiter einrichten irgendwann. Ich dachte, das wäre gerade ein Greenscreen, aber hat auch nicht so geklappt. Aber naja, ich gucke mal, ob es ein Greenscreen irgendwann funktioniert. Aber leider nicht jetzt. Und ja, Leute, dieses Haus muss ich noch ein bisschen einrichten, weil hier habe ich nicht so eine gute Idee. Hier. Und Leute, schreibt mir bitte in die Kommentare, was ich hier noch reinmachen könnte, weil ich habe gerade nur eine Couch und Fernseher. Ich habe keine Ahnung, was ich reinmachen könnte. Gehen wir mal zur Küche. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt eingerichtet habe. Das habe ich nicht. Sorry Leute, dass ich gerade nichts eingerichtet habe. Aber das habe ich hier eingerichtet. Aber wo ist die Dusche? Hier war doch nur Dusche. Ups, was ist das denn? Mache ich kurz weg. Ja, im nächsten Haus wird es besser eingerichtet sein, Leute. Das kann ich euch versprechen. Oben wird es besser eingerichtet. Oben ist es mehr eingerichtet, als man denkt. Hier ist erstmal hier dieses mit Spannen und so. Das habe ich da hingelegt, weil meine Freundin wollte einmal mit mir ein Haus bauen, aber jetzt habe ich sie nicht mehr. Also jetzt nicht. Und ich zeige euch mal kurz den Balkon. Deswegen, ich habe euch ja gesagt, erstmal, ihr seht es gleich. Und ja, hier ist es. Ups, was? Wie ist dieser Baum hier hingekommen? Ach so, er ist eigentlich klein. Ich dachte, er ist sehr groß. Hier ist, da hier kann man so gut chillen, Leute, oder? Hier kann man so perfekt so chillen. Wieso kommen diese Bäume die ganze Zeit in die Quere? Ich finde es echt schön hier über im Balkon. Dann ja. Und wir gehen jetzt erstmal wieder rein. Rein, Leute. Rein. Rein. Okay, ich zeige euch jetzt erstmal mein Zimmer. Okay. Okay. Kann das meine Freundin gewesen sein? Oder wie um Himmels Willen ist es leer geworden? Wie um Himmels Willen? Ich habe da so viel eingerichtet. Ich habe da so viel. Hier wird es besser, oder? Hier. Ja, super. Endlich. Hier ist das Petzimmer. Hier freut sich bestimmt der Bunny immer so. Oh, ich finde immer so süß. Der ist sehr flyright. Yay. Den habe ich einfach bekommen, der finde ich so süß. Und das ist das Babyzimmer. Hier weiß ich auch nicht, was ich so doll einrichten soll, weil es zu klein für die Sachen immer von dem Baby immer. Zu klein hier. Badezimmer. Also, es sollte eigentlich ein Badezimmer sein. Das muss ich kurz löschen, Leute. Weil hier war vorhin ein Badezimmer für die Babys. Aber jetzt habe ich daraus ein BFF-Übernachtungszimmer gemacht. Oh, mein Bug. Aber ja, das ist eigentlich voll schön und das richte ich auch noch gerade ein. Ja, wenn es fertig ist, dann zeige ich es euch auf jeden Fall. Aber jetzt werden wir mal halt noch mal ein anderes Haus machen. Wir werden jetzt erstmal das nehmen. Lass uns einfach das mal nehmen. Das nehmen. Ah, ich werde kurz noch mein Haus locken. Wenn ich dran bin. Hier habe ich alles eingerichtet, Leute. Hier müsste es ganz normal gemacht sein. Außerdem, Leute, das war das erste Haus, das ich gekauft habe. War das erste wirklich abschließen. Okay, jetzt kann niemand rein. Oh. Hier war erstmal so eine Couch und Fernseher. Das finde ich auch voll schön hier. Und dann geht man hier hin und hier kann man dann essen
Und da ist die kleine Lounge-Ecke für BFFs und so immer so. Also ich finde es immer cool, immer so bei einer Übernachtungsparty. Da kann man immer was hinlegen oder so. Ihr wisst ja. Und jetzt, wenn man hochgeht, ist da mein Zimmer. Hier kann auch Pet schlafen gehen. Und mein Bunny konnte ja gleich hier hin. Wo ist mein Pet? Wieso kann hier Baby schlafen? Ich wusste es schon. Aber ja, ich hole mein Pet nur kurz wieder raus. Mein Pet ist schon draußen. Yay! Ist wieder da. Und jetzt, ja. Hier können auf jeden Fall Pets schlafen. Oh, er muss ja schon schlafen, deswegen. Oh, ich dachte gerade, er schlafe auf. Wir warten kurz die Aufgabe. Und hier ist noch für Babys ein Bett. Und hier sind so zwei Betts einfach, weil vielleicht kommt ja jemand irgendwann zu mir und wir können ja zusammen schlafen. Ist auch okay. Hier ist noch mein Schrank. Und hier noch mein Schreibtisch. Ich weiß, es sieht anders aus, aber. Mein Bett weggeht immer. Das. Hier ist die Küche. Ich weiß nicht, wieso ich diese. Das macht mir immer Kopfweh, diese Dinge. Ich mag das irgendwie nicht hier, den Boden, aber naja. Und hier muss ich mich immer so einquetschen, Leute. Immer so, hilfreich. Im Kühlschrank. Hilfe, mein Kühlschrank. Ja. Oh, mein Pet bekommt gerade eben. Ach, ich mach den einfach wieder rein. Ja, hier ist Badezimmer. Finde ich auch okay. Ja, ist schon okay. Und ja, das war das zweite Haus. Das dritte Haus zeige ich euch. Warte, welches soll ich nehmen? Das Baumhaus. Eins, zwei, drei. Yay. Mein Baumhaus. Und ja, hier ist noch mein Baumhaus. Ich finde das auch echt schön. Rein. Rein, WM. Rein! Okay. Hier sieht es auch schön aus. Hier hat meine Freundin hat mir geholfen, hier einzurichten. Und sie hat es auch super gemacht. Ja. Hier ist noch das, damit meine Freundin einrichten kann. Aber ich habe sie wieder rausgemacht. Manchmal nervt sie beim Einrichten. Das ist nicht böse gemeint, aber manchmal so. Sie kauft manchmal so teure Sachen und dann ist mein Geld so schnell weg. Und das ist noch mein Zimmer. Ist auch schön eingerichtet. Und ja, ich würde dann einfach mal sagen, der nächste Part kommt morgen vielleicht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Bye.